Hier sind wir zusammen beim lieben Mr. Brownie LP oder Erdnusskrieger, wie auch immer ihr nennen wollt, ne? Zu Hause, und wir machen jetzt was Schönes, Feines für uns beide, wovon ihr gar nichts habt, aber ihr könnt uns trotzdem noch mit zuschauen, wie wir es zubereiten. Genau. Und zwar herzlich willkommen zu Kochen für Kellerkinder Reloaded. Heute mal ein bisschen besser, ein bisschen anders als wie früher. Und wir machen heute, also der Andi und ich, wir machen heute Nudelschinkengratin und wollen euch einfach mal kurz zeigen, wie leicht das eigentlich ist. Also, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen diese komischen Nudeln. Wir haben hier diese komischen Spiralennudeln benutzt. Ihr könnt da benutzen, was ihr wollt. Spaghetti sind natürlich nicht zu empfehlen. Aber ja, müsst ihr halt wissen, was ihr am meisten mögt. Dann haben wir einmal von Knorr hier das Nudelschinkengratin. Das ist relativ einfach. Das ist, da steht alles drauf, was ihr machen müsst. Wie viel Wasser ihr braucht. Pipapo. Dann haben wir Käse. Ne? Natürlich geriebenen Käse, aber halt so ein Käse, den man nicht selber reiben muss, sondern der schon gerieben ist. Und da könnt ihr halt auch einfach aussuchen, was ihr haben wollt. Gouda, Emmentaler, Mastermann, was das nicht alles gibt. Und dann gibt es noch unseren Kochschinken, den brauchen wir natürlich. Und da haben wir richtigen Schinken genommen. Kein Hinterkochschinken, so wie man den kennt, in dieser runden Form. Und also, weil der halt einfach ekelhaft ist und das solltet ihr dann auch auf jeden Fall beachten. Nehmt euch ordentlichen Schinken, kostet 30 Cent mehr, aber da habt ihr keinen Klebeschinken und letzten Müll bei euch im Auflauf. Ja, und dann braucht ihr natürlich noch die Auflaufform, die ihr oben links seht. Und ja, müsst ihr gucken, was ihr für eine Größe habt. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Kommen wir dazu, wie wir jetzt das Ganze zubereiten. So, als erstes müssen wir den Kochschinken erstmal zubereiten. Und zwar nehmen wir den aus dieser Packung. Batz. So, das Brett ist abgewaschen, keine Sorge, Leute. Genau. Und jetzt müsst ihr, das ist natürlich jetzt dünner Schinken, den nehmt ihr erstmal auseinander. Also erstmal nehmt ihr den auseinander, weil sonst klebt der. Das werdet ihr dann später mitbekommen, warum ich das mache. Und hier müsst ihr aufpassen. Also ihr könnt den auch schon so auseinander pflücken. Ihr müsst den sowieso später entweder zerschneiden oder per Hand zerpflücken. Wird es euch überlassen. Fakt ist, probiert ihn, wenn ihr das dann per Messer macht, übereinander irgendwo anders reinzulegen. Einfach aus dem Grund, damit ihr, ja, oder ihr habt mehr Platz in der Küche. Hab jetzt hier nicht so viel Platz, weil nicht so eine große Küche. Aber das ist alles machbar. So, wir haben jetzt den Kochschinken hier schön überlagert. Zeigt das mal. Ihr seht das hier. Richtig fallen. Und jetzt machen wir, also ich finde das ekelhaft. Hier haben wir eine kleine, was ist das? Fettschicht, ne? Ja, Fettschicht, so ein bisschen so ein Fettstreifen. Das ist ekelhaft. Und dadurch, wenn der übereinander liegt, könnt ihr den einfach rausschneiden. Mhm. Und schon habt ihr Abfall. Brauchen wir nicht mehr. Das ist unnötig. So, als erstes schneiden wir die Mitte durch, das habe ich jetzt schon mal gemacht, weil wir jetzt nochmal durch die Mitte schneiden. Und entweder ihr macht das so, wie ihr wollt, ihr zerpflückt das mit der Hand, das könnt ihr machen, oder ihr schneidet euch das, ich würde sagen, wir schneiden uns das jetzt einfach mal zurecht, ihr schneidet das jetzt in Würfel. Ah, feine Schinkenwürfel gibt es jetzt. Schöne Sache. So. Am besten benutzt ihr den kompletten Kochschinken. Was sind da drin? 200 Gramm? So was um den Dreh rum. Ja. Kann man mal kurz nachgucken. Ja, 200 Gramm. So. So. Jetzt habt ihr das alle zusammengeschnitten. Jetzt kommt der andere. Warum ich das jetzt in der Hälfte aufgeteilt habe, ist ganz einfach. Ihr könnt so viel besser das Ganze schneiden. Das ist auf jeden Fall viel angenehmer. Das habe ich schon mal getestet. Ist nicht das erste Mal, dass ich die mache. Und das ist halt wirklich ultimativ leicht, das zu machen. Das sind 5 Minuten Vorbereitung. Das kann man mal machen. So, ich würde sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier fertig bin. So, und warum wir jetzt den Schinken auseinandergenommen haben, zeige ich euch. Und zwar müsst ihr den Schinken ja auch irgendwie verteilen später. Und ihr könnt ihn jetzt viel leichter auseinandernehmen. Davor klebte er ja halt, wie gesagt, extrem. Und jetzt könnt ihr einfach nur hier rumbühlen und habt den Schinken eigentlich
auseinanderschonen. Ne? Bedeutet einfach, ihr habt eine Menge Schinken. Eine Menge Schinken. So, aber, ist was daneben gegangen. Jetzt verlagern wir den Schinken nochmal kurz um in ein anderes Gefäß. Denn wir müssen ja auch irgendwie die Nudeln reinmachen. Und damit wir eine ordentliche Mitte haben, kommen jetzt erstmal die Nudeln rein. Raus da mit dir. So, alles klar. So, da haben wir jetzt ein paar schöne so rundliche Nudeln. Wie heißen die? Tortellini? Nee Tortiglioni. Tortiglioni. Ich hätte nie mit dem Nudelnamen rauskommen. Okay, ihr seht es ja, ne? Nudeln, die ein Loch haben. Scheiß Italiener, ey, die kommen aber auch auf Namen. Ey, unglaublich. Sowas. Spaghetti reicht doch. Was ich muss ich denn noch wissen? Nudeln, Alter, das Nudeln reicht. Halt. Nudeln mit Spirale. Okay, hey, du machst ja gleich alles rein. Was soll denn das? Wirst du gleich sehen, warum. So, jetzt haben wir eine ordentliche Boden. Jetzt kommt der Schinken. Wird ordentlich verteilt. Genau. Auf die Nudeln. Man sollte nie mit den Schinken sparen, weil Schinken ist einfach übermächtig. Echt? Und Schinken, so heißt Nudel, Schinken, Käse. So heißt es dann Schinken-Nudel-Gratin. Okay. So, und jetzt kommt nochmal oben. Gratin ist ja immer Käse irgendwie mit dabei. So. Ja. Oh, das sieht ja richtig fein aus. Nur ein bisschen hart zum Reinbeißen. So, ordentlich die Nudeln verteilen. Musst du da noch Wasser reinkippen, damit die Nudeln auch... Kommt gleich. Ah. Wir haben jetzt erstmal das gemacht. Also ja. Der ist jetzt fertig. Ja. Ne? Jetzt kommen wir zu der anderen Sache. Und zwar müssen wir ja auch irgendwie, das was du gerade sagtest, Wasser machen. Und hier hinten steht immer drauf, wie viel Wasser ihr braucht. Ja. Da. Also ihr könnt auch eigentlich dieses Video euch sparen und einfach auf diese Anleitung schauen. Das kann man natürlich machen. Aber es ist lustiger mit uns, deswegen... Ja. Egal, ne? Wird das jetzt so gemacht. Wir brauchen keine Sahne. Oh, ich mag Sahne. Ja, na gut. Ist unnötig. So, wir benutzen zwei Tüten darum, weil große Auflaufform und wir eine Menge Schinken haben. Ja. Also, auf so einer Packung steht 125 Gramm Nudeln. Ich habe jetzt wahrscheinlich 500 benutzt. Ja, hier seht ihr, 125 Gramm. Ich weiß nicht, ob das jetzt scharf hier noch ist hier. Warte, ich schau mal. Das muss er an die Stellen hier. Der ist nur neu an der Kamera. Ja, jetzt ist es scharf. Und 400 Milliliter Wasser mal 2 sind, jetzt müssen wir wieder leider Mathe machen und das ist ja nicht von Ihnen den Lieblingsfach. 800. Aber... Meint sicher nicht. Ja. Aber wir machen 1 Liter rein. Hm. Wir halten uns nicht an dem, was uns hier diese Firma sagt. Warum nicht? Sag mir das. Weil das viel zu wenig ist und echt? Die Nudeln trocken werden. Ja. Das ist leider so. Die Nudeln müssen ja auch das ganze Wasser aufsaugen und dadurch, dass das mit Wärme ist, verdunstet natürlich auch ein bisschen was. Und die Nudeln brauchen natürlich auch Wasser. Also nehmen wir uns einen Messbecher. Oder was? Nee, okay. Messbecher, guckst du hier, da steht 1 Liter drauf, da wo die 1 ist, ne? Das hier, die erste Zahl und so. Und da machen wir da mal 1 Liter Wasser rein. Kaltes Wasser bitte, ja? So, lass es spritzen, Alter, ja. Okay. Okay. Alles klar. Ja. So, jetzt machen wir, wie gesagt, kaltes Wasser, weil warmes Wasser muss jetzt aufgekocht werden. Ja. So. Jetzt nehmen wir uns den Beuteinhalt und machen den da rein. Ja, ich weiß, lange Haare sind scheiße. So. Am besten nehmt ihr eine Gabel. Ich habe jetzt hier nicht den größten Topf genommen. Deswegen kann ich jetzt nicht gerade so gut umrühren. Mit einem Schneebesen. Aber... Also ihr müsstet auf jeden Fall so umrühren, dass schon mal keine... Klümpchen. Genau. Keine Klümpchen da sind. Ah, ich gehe von der anderen Seite ran, es ist einfach zu duster. Ich hol das Licht, wenn das zu duster ist. So. Das, was ihr normalerweise macht mit einem Schneebesen, mache ich jetzt hier mit der Gabel.
So, macht der Herd kurz auf 3. Ofen könnt ihr auch schon mal vorwärmen. Da bin ich ganz gut gelaufen mit Unter- und Oberhitze, heißt das. Heißt das so? Mhm. Keine Ahnung. Und 200 Grad, dann läuft das eigentlich. So, jetzt lassen wir das nochmal kurz. Kümmern wir uns um das andere. Und zwar machen wir jetzt schon mal den Käse auf, weil in der Zeit, wo das warm wird, können wir schon mal andere Sachen machen. Wir können den Käse schon mal vorbereiten. Und, Leute, das ist ganz wichtig, räumt auf, wenn ihr gerade nichts macht. Ich weiß das, ich rede aus Erfahrung. Ja, der Meister des Aufräumens. Ja, ich! Ihr wisst wie das hier aussieht. Mr. Papa ist ein Witz dagegen. Ja. Ich mach hier einen Zwilling. Ja, kannst du ja mal den Vorher-Nachher-Foto kannst du ja mal reinhauen. Nein. Okay, dann nehmen wir dich. Alles klar, Leute. So, wir haben jetzt die Soße aufgewärmt. Nur aufwärmen, nicht irgendwas anderes machen. So, und jetzt zeige ich euch kurz was. Und zwar, komm mal kurz hier rüber. Wir nehmen jetzt diesen Auflauf, packen ihn auf das Holzbrett. Mhm. Zeige ich euch jetzt nämlich gleich warum. Wir jetzt kurz die Soße rüberkippen. Oh. So, und ihr seht jetzt, ich habe jetzt schon mehr Wasser benutzt als Druckstand. Siehst du was, Andi? Ja, das ist ein bisschen angebrannt, das ist und riechen kriegst auch. Nee, das ist nicht angebrannt, das ist der Zeug. Das also, soll ja, so werden. Okay, was hast du mir gesagt, was soll ich nochmal sehen? Zu wenig. Zu wenig Wasser, ich werde jetzt noch Wasser nachkippen. Müssen. Ja. Damit das schon voll ist. Hm? Damit das schon voll ist. Ja, mach es voll, so ist schön. Okay, so. Ja, das wird ein Spaß. Hoffentlich schmeckt das auch dann. Da bin ich mir sehr am Zweifeln. Ich will ja deine Kochkünste nicht in Frage stellen. Doch, ich tue es. Aber... so. Es sieht immer sehr lecker aus, wenn du das auf Bildern präsentierst, was dann fertig ist. Geil, ne? Erdkoch oder so. Ja. Würde es mir nicht schmecken, würde ich sagen, mir persönlich schmeckt das. Ja. So, jetzt verteilen wir noch den Käse drüber. Ja. Wir benutzen jetzt hier nur eine Tüte, also 200 Gramm. Und ihr müsst halt wissen, ob ihr Gouda mögt, ob ihr Emmentaler mögt oder was auch immer. So. Ja. Verteilen die ganze Gülle hier. Oh, lecker. Gülle zum Essen. Mm. Das ist ja ein Leibgericht. Merci. So. Brauchst du den Toaster dann noch? Ich suche gerade nach einem gebrauchten Toaster. Alter, ich will kein Toastbrot essen, ich will kein Toaster, Alter. Okay, scheiße. Hast du jemanden einen billigen Toaster? Genau. Den er mir schenken will, Burl & Blony Andy, einfach mir eine Nachricht schicken. Jetzt bist du hier, jetzt machst du hier schon ihn auf. So, und jetzt zeige ich euch... Du musst ja nutzen hier, das sind die ganzen Abonnenten da, die bei mir nicht sind, die können vielleicht nützlich sein. Und jetzt zeige ich euch was, und zwar... Ist das nämlich gut, weil das ist hier warm. Man könnte das jetzt anfassen. Ja, aber könnte man. Ich zeige euch das für später. Und zwar könnt ihr das Holzbrett einfach nehmen. Ja. Und mein Herd hat hier so eine wunderschöne Funktion. Warte mal kurz. Jetzt könnt ihr das einfach reinschieben. Ja. Ach, und da verschwindet es im Juhu! Dunkeln. Es hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Ah ja, es ist drin, also whatever. Aber ich darf nachher den Herd sauber machen. Also, jetzt eine halbe Stunde warten und dann geht das los. Ja, alles klar, dann warten wir mal, wa? Ja, und tschüss! Alles klar, 30 Minuten sind um. Ihr müsst natürlich plus minus nehmen. Ihr guckt zwischendurch mal rein und ihr seht, es ist außen braun. Ja, sehr lecker. In drinnen ist weiß und in drin blubbert. Das bedeutet, das kocht irgendwie. Und, ja, dann red mal nicht so lange hier raus mit dem Teil, ich hab Hunger. Ja, okay, Mann. So, und jetzt kommen wir zu dem Brett. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Oh, ist gewagt, gewagt. So, jetzt nehmen wir uns eine Gabel. Und jetzt haben wir die Lasagne rausgeholt. Lasagne, Auflauf. Auflauf. So. Ja, sehr fein. Sehr fein, guck mal, wie schön das ist. Super. Und wenn ihr jetzt ganz nah rangeht, geh mal nah ran,
Hör mal. Ja. Das hört ihr noch, ne? Das hört man noch. Und jetzt geht's darum, die Lasagne. Ach, was hab ich mit Lasagne, Alter? ja, jetzt das ist das Scheißkäse. Wie man das schneidet. Emmentaler ist Scheißkäse dafür. Siehst du das? Der bröselt, also nimmt Gouda. Ich mag das. Ich hab nichts gegen die Bröselei. Nee? Nö, ich nicht. Also, ich mag Emmentaler. Okay. Ja. Ja, so schneidet man, Alter. Genau so und nicht anders. So. Für jeden die Hälfte. Fein. Check mal ab, wie das qualmt, Mann. Boah. Ja. Qualm. Was willst du, einen tiefen Teller oder flachen Teller? Ja, tiefe Teller ist ja, glaube ich, ganz gut. Das ist ja auch viel so wässrig und sowas, weißt du. So Flüssigkeit ist eine Menge da. Toll, ja. So, ich kann mal die Lampe ausmachen. Ja, ich weiß, das Messer, ich bräuchte ein anderes Messer. Eins, wo ich aggressiver werden kann. Ihr wisst so, kann man da echt gut auslassen. Oh, Scheiße, ich glaube, ich sollte mich lieber verziehen. Ich bin hier bei einem Gamer. Ja, wir sind alle. Der brutale Killer-Spiele zockt. Schämt euch! Brutale Amokläufer. Ich hab Potenzial zum Amokläufer, Alter. Amoklauf. Aber vorher nochmal irgendwelche Kinder quälen und Omas einsperren. Macht man das nicht so? Behinderte quälen. Genau. Ja, und. Ja. Oh. Oh, jetzt ist man das. Lecker. Da spritzt ja alles so ein bisschen beiseite, aber. Ja. Oh, jetzt quält ja alles zu. Die Linse ist total. Ah, wird wieder besser. Ja, das sieht jetzt irgendwie komisch nach Matsch aus. Hm? Da haben wir sogar so traummäßig jetzt gerade hier die Weichzeichner ohne. Mann, da muss ich ja nicht so viel bearbeiten. Nee, das ist ja voll toll. So. Und dann kommt jetzt Kaufrater von Opa Tarstin. Ja. Ist ja auch immer so, in diesen Werbungen ist ja auch immer so ein bisschen Weichzeichner. Ist alles so traumhaft, sieht das dann aus. So, und jetzt. Ja. Jetzt gleich kommt natürlich noch das Feedback von Andi. Ich esse natürlich das immer so. Ja, ich hoffe mal, dass ich nicht so mich anhören werde wie der Vorkotzer bei Asterix und Kleopatra. Oder Asterix bei Kleopatra. Ulala, ulala! Ich hoffe, sonst kommt wieder Monetarisierung fehlgeschlagen und so. Trau den Scheiß alles gerade zu. Ja. Scheiß YouTube. Alles klar, wir haben alles. Boah, ich bin echt nah an der Kamera. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt an den PC und jo. Werden essen. Ja, genau. Hau mal rein. Alles klar. Okay, jo. Woher war? Ja. Alles klar, da ist die Kamera. Was? Oh mein Gott, nimmt schon auf? Ja. Scheiße. Die ganze Zeit? Nein, Quatsch. Nimm das mit, ist egal. Jo, wir sind jetzt hier und jetzt wollen wir mal testen, ob das auch gut schmeckt, was er da zusammen gezaubert hat. Bitte. Ich finde... Ich tue mir mal weh mit dem blöden Zeug hier. Warte mal, soll das mal besser sein? Damit kann ich ja jemanden erstechen. Da reicht, glaube ich, mir die Gabel. Nett gemeint, aber... So, jetzt haben wir das hier und jetzt probieren wir mal, ob das auch schmeckt. Also ist warm, ne? Warm ist wahrscheinlich deine Version von heiß. So ja. AJ-Style. Okay. Probieren wir mal. Na, mal sehen. Sind die Nudeln durch? Ja. Okay. Ja. Ja, schmeckt ein bisschen angebrannt. Wirklich? Ja, ich habe doch gesagt, es ist etwas angebrannt. Wahrscheinlich hast du das weggeschnitten, aber ja, es schmeckt tatsächlich etwas angebrannt. Ernsthaft? Ja, diese Soße, die du zusammengemixt hast, ja, die wird, ist ein bisschen angebrannt. Die wird normalerweise fest, deswegen. Ja, ja, das Ding ist, die ist ein bisschen, das, am unteren Teil des Topfes ist das ein bisschen angebrannt und das schmeckt man leider. Okay. Macht nichts, ist okay. Ich meine, was, der Hunger treibt rein. Nee, jetzt mal ehrlich, hast du ein bisschen, Salz? Obwohl, das war ehrlich. Das ist Salz? Ja. Das ist gut. Wie heißt das? Bitte.
Und jetzt nochmal einen ganzen Satz. Bitte reiche mir das ein. Wir lernen noch mit Leben. Habe ich mir extra einen Salzstreu gekauft. Ist Jodsalz. Oh, wow. Ist ja eben gut. Ja, ich kenne Jodsalz. Ja, ich mag Jodsalz auch. Ganz ja, viele Leute mögen Salz. Aber es gibt ja auch, komisches Salz. Mit, ohne Jod und mit, mit Chemie und so. Echt? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Man weiß ja schon gar nicht mehr, was man überhaupt kauft, ne? Ob das überhaupt drin ist, was da draufsteht. Ja, das ist leider sehr traurig. Okay, Leute. Warte, halt, die kommen hier noch mal ganz kurz zu dem Käse. Der muss auch noch mal sein, der oben drauf war. Ah. Jetzt knusprig. Ja, das ist gut. Ich mag das knusprig. Man findet es lecker. Okay. Ich gucke immer auf dieses kleine Vorschaubildchen und nicht in die eigentliche Kamera. Ja, das macht jeder. Das Problem. Ja. Also fast jeder macht das so. Ja. Weil man sieht sich dann und kann kontrollieren, wie das Bild ist, aber es sieht dann wahrscheinlich für die Kamera so aus, als gucke ich ein bisschen beiseite. Hey! Okay, schmeckt gut. Also, lasst uns essen. Ah. Alles klar, Leute, wir gucken uns jetzt irgendwas an. Ja, genau. Und, jo, falls es euch gefallen hat, Daumen hoch. Schaut bei Andi auf dem Kanal vorbei. Genau. Nicht anbrennen lassen, ganz wichtig. Die Soße. Nur leicht erhitzen. Ja. Alles klar. Und, vielleicht werden die nächsten paar Folgen. Ha, ja. Es muss ja nicht immer Andi dabei sein. Nein. Aber mal sehen was passiert. Ja, wir können beim nächsten Mal Lasagne machen oder sowas, keine Ahnung. Oder ja, wieso nicht? Hähnchen-Thai-Curry oder. Genau. Ich kann eine Menge. Mhm. Oder Döner holen. Oder Döner holen. Aber das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Gut, mehr gibt's hier nicht zu sagen. Ja, von mir auch nicht. Das war Burger Ronnie Andy oder einfach Andy zu Besuch bei Dustin. Genau. Und. War lustig. Ja. Und wir hauen heute noch ein bisschen ab und machen vielleicht noch ein Video für meinen Kanal oder so. Mal gucken. Ja, für das Brownie, ne? Ja. Oder mein Kanal. Mal sicher Englisch quatschen. Pech gehabt. Oh no. Alles klar, Leute. Mein Essen wird kalt. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao. Tschö.